Ja, Hallöchen zusammen zum nächsten Part Zelda The Minish Cap. Mir ist gerade mal aufgefallen, im letzten Part, ich glaube, ich habe es mehrmals schon gesagt. Ich habe den ersten Part, by the way, noch nicht hochgeladen. Dementsprechend kann es im ersten Part sein, ihr könnt es wahrscheinlich schon 5000 Mal gesagt haben, wie auch immer, dass ich die Minish immer Minish Cap nenne. Mir ist es gerade eben erst aufgefallen, ist natürlich falsch, ne? Ihr wisst Bescheid. Ihm zeigen wir jetzt hier diese Attacke. Oh, du hast die Wirbelattacke erlernt. Lass mich überprüfen, ob man dich wirklich rauslassen kann. Zeigst du mir eine Wirbelattacke? Klar. Oh, Ja. Ja, du hast mich überzeugt. Es sind viele Ungeheuer unterwegs, also sei vorsichtig. Das mache ich natürlich. So, Hochebene von Beele. Ein Loch. Hallo. Da unten. Oder so. Cool. Da ist noch eine Leiter, da will ich einmal kurz reingucken. Oh, wie war das hier noch? Hier kann ich auf jeden Fall eine Bombe hinsetzen. Oh Gott, die sind bald alle. So. Bums. Hier rein. Ah, hallo Deku. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verkaufe dir auch eine Flasche für 20 Rubine. Die brauche ich. Darin kannst du alles Mögliche transportieren. Ich bin sicher, ohne sie wirst du den Gongolberg nicht besteigen können. Kaufen? Ja, die brauche ich. Leere Flasche erhalten. Fülle sie mit verschiedenen Dingen. Danke für den Einkauf. Die brauche ich, ja. Irgendwie war mir sowas, dass ich da irgendwie noch was brauche oder so. Keine Ahnung. Jetzt brauche ich sie noch nicht. Was diese, wie ich an den Dingern vorbeikomme, weiß ich immer noch nicht. Hier. Oh, hey. Uncool. Aber kleiner Gegner nur. Kriege ich natürlich komplett platt gemacht. So, Tal der Königsfamilie oder zum Gongolberg. Ich will natürlich zum Gongolberg. Ne? Hier ist nichts. Da lang. Fuß des Gongolbergs. Hier komme ich hoch. An diesen Pflanzen. Hier oben ist allerdings nichts. Da oben ist noch ein Rubin. Den hätte ich gerne. Sehe ich von hier aus. So. Haben wir den. So, und um die Pflanze da wachsen zu lassen, brauche ich halt einmal kurz die Flasche. So. Du hast Wasser in die Flasche gefüllt. Gieß es auf verschiedene Sachen. Puff, puff, puff. Da wächst die Pflanze nach oben. Ich kann mir wieder Wasser holen. Ja, ich habe Wasser in die Flasche gefüllt. Richtig. Würde ich das wieder da hinsetzen? Ich meine, es ist immer gut, wenn man Wasser dabei hat, ne? Genauso wie Handtücher, ne? Insider. Für alle, die Anhalter durch die Galaxis gesehen haben. Ihr seid die Scheißbiester, die mir auch in Links auf den Sack gegangen sind, oder? In Ocarina of Time. Achtung, Steinschlag! Ah, renn, Link, renn! Ich sollte es wahrscheinlich einfach nur darstellen, das reicht schon. Scheißbiester. Bombe. Ah. Scheiße, eine Bombe habe ich danach nur noch. Ich natürlich aufheben. Ein wenig. Oh! Elfen! Du hast eine Fee gefunden. Sie gibt nur dir neue Energie. Jetzt habe ich die Fee aufgenommen. Und die gibt mir einfach nur neue Energie. Okay, gut. Schön. Ja, dann gehen wir mal wieder in die Richtung und gucken danach, was es hier so gibt. Ja. Verreckt, ihr kleinen Biester. Ich hasse euch. Schon in Ocarina of Time war es schlimm. Ach, ich dachte, ich kann über euch einfach rüberlaufen, aber dem war ja nicht so. Da oben sehen wir schon wieder ein Zeitportal. Zeitportal. Kleiner macht Dingsbumster Portal. So. Da ist nix.
So, da war auch irgendwas, dass ich damit, ich glaube, mit der Mütze das machen kann. Ich will erstmal in die Richtung. Ich glaube, in der komme ich schon ziemlich in die Richtung, in die richtige. Also ich weiß das noch ein bisschen. Ich habe es ja schon mal ein bisschen gespielt. Aber dauert nicht mehr lange, dann ist alles blind. Also von daher macht euch da mal keine Sorgen. Autsch. Okay, dann will ich hier mal die Bombe reinsetzen. Meine letzte Bombe. Ah. Will ich eigentlich nicht. Ah, hey. Fledermäuse. Bums. Was machst denn du? Hab ich wohl das, Dings da habe ich eher vor der Dings-Taste losgelassen. Sollte natürlich nicht passieren. Ja, komm her. Sehr gut. Da kann ich hier hochgehen. Ah, oh, ihr wart nervig. Ihr wart, glaube ich, ziemlich nervig. Ohne die Eisenmaske wäre dieser Kerl völlig harmlos. Das heißt, jedes Mal... Ich glaube, wenn ich sie von hinten erwische oder so. Ja. Ja. Kann ich die auch besiegen? Das ist klar. Da haben wir den ersten. Da haben wir ihn wieder. Und dich auch wieder. Okay, sehr schön. Jetzt eigentlich Dings da haben. Ja. Na toll. Was gehe ich ihnen nach unten? Was soll denn das? Und nochmal werde ich die Biester jetzt nicht besiegen. Dafür bin ich eindeutig zu faul. Tut mir ja leid, aber so ist das halt. Auf dich scheiße ich jetzt mal kurz. Und dann bin ich hier oben. Hm. Aha, jetzt fällt es mir wieder ein. Kindchen, wir sollten von oben in diesen Wirbelwind springen. Habe ich nun gute Einfälle oder nicht? Warum nicht, ne? Ja. So ein Biest schon wieder. Jetzt in Rot. Komm. Sehr schön. Ah, ein Herzchen. Sehr schön. Okay, rein da. Das bringt mir jetzt genau was? Dass ich hier hinkomme. Wusch. Dann hier irgendwie rüberfliegen kann. Ah. Verdammtes Scheißteil. Okay. Ah. Noch einen kleinen Kristall. So, ihr kleinen Springbiester. Wusch, weg bist du. Okay, hier ist sonst nichts, glaube ich. Okay. Und hier war, glaube ich, irgendwo der erste Dings. Der erste, mich größer macht, den Boomster. Allerdings will ich erstmal noch in die Richtung gehen, weil ich nicht mehr weiß, was dort war. Können wir natürlich auch gleich zum Dings gehen, zu diesem Portal. Allerdings muss das ja nicht direkt sein. Ich will jetzt erstmal gucken, was hier ist. Ja. Wahrscheinlich irgendwie wird das hier den Ausgang oder sowas ergeben. Irgendwie sowas. Keine Ahnung, das sehen wir dann. Ist ja kein Problem. Deswegen gehen wir hier mal hoch. Und suchen jetzt diesen kleinen Dingsbums da. Autsch. Entschuldigung. Da komme ich als kleiner Links rein, als kleiner Link. Wie war denn das? Wir haben doch. Hier war irgendwo, war hier so ein Stein. Irgendwo. Wo aber denn? Hm, ich das mal benutzen. So, ums. Haha. So, kleiner machen. So. Wusch. Dann komme ich hier rein. Ah, und klar, ich springe voll von diesen komischen Kristallen ab. Warum auch nicht? Die sind ja auch kein bisschen hart oder sowas. Dieser unscheinbare Stein ist in Wirklichkeit ein Portal. Es ist bestimmt nicht das einzigste Steinportal dieser Art. Ja, ich habe ja vorhin schon eins gesehen, deswegen... Ja. Ah, was mache ich denn? Verdammt. Ich komme jetzt andauernd auf R, weil man damit schneller rollt und alles, deswegen... nervig. Egal. So, Bums, Bums, Bums. So, jetzt aber hier wieder raus.
denn hiermit auch rollen? Ja, ich kann damit auch rollen. Sehr schön. So, hier wo diese kleinen Steinchen schon ist, damit komme ich schon als Kleiner nicht mehr raus. Ah, nee. Hier wollte ich jetzt erst rein. Du Penner! Hallo? Alter, das war jetzt ein bisschen uncool. Kind of uncool war das jetzt. Alter, dreimal hintereinander oder was? Ich hab's jetzt nicht gezählt. Alter, das war fies. Ah, ouch. Ah. Noch ein Glücksfragment erhalten. Die Fragmente sollen Glück bringen. Weiß ich. Was kann ich dann machen, wenn ich wieder in Hyrule bin? Kann ich wieder so ein Ding da erledigen? Finde ich sehr cool. Allerdings muss das ja nicht jetzt sein, deswegen gehe ich erstmal hier lang. So. Und hier raus. Das war nervig vielleicht. Mit diesen blöden Dingern. So, aber dann hätte ich jetzt noch einen zweiten Weg. Hier raus. Oder wie auch immer das war. Ah, da fällt mir noch was ein. Ja. An diese Dings da, diese Wurzel oder was das da ist, an die erinnere ich mich noch. Die musste ich, meine ich, in dieses eine Loch bringen. Ertragen. Natürlich hebe ich die mal einmal kurz hoch. Warum nicht? Ich mit meinen Bärenkräften. Ist natürlich alles kein Problem für mich. Ne? Ich schleppe immer so Sachen, die fünfmal größer sind als ich. Deswegen macht mir das eigentlich nichts. So, da kann ich dann Wasser reinkippen und dann wächst das Teil. Jetzt erstmal noch gucken, ob hier irgendwie was ist, aber, ne, keine Ahnung, sehen wir dann. So. Hier durch. Aber ne, das war nur diese komische Dings da. Sehr gut, haben wir das erledigt. Ja. Ich brauche Herzchen, scheiße. Ich glaube, ich benutze gleich mal einmal das Dings da. Mein, hier, Ventilator, Kuh, keine Ahnung, wie auch immer. Vielleicht ist da drunter ja was, wer weiß. Offensichtlich aber nicht. Penner. So. So. Da brauche ich, glaube ich, das grüne Wasser, kann das sein? Autsch. Ja, wie komme ich da jetzt ran? Das ist ein Scheiß. Ich will mal allgemein noch gucken. Erstens, ob hier nicht vielleicht irgendwo anders noch was drunter ist oder sowas. Könnte ja sein. Hier aber nichts. Ja, Schweinerei. Nö, eigentlich ja nicht so ganz. Irgendwo, irgendetwas. Verdammt. Nervig. Hier war genau, hier war der Ausgang, ne? Ja. Okay, das bringt uns nicht viel. Ich muss irgendwie jetzt an dieses grüne Wasser oder so kommen. Damit ich das da oben irgendwie reinfüllen kann. Doof. Ganz doof. Hier mal reinspringen. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Ah. Toll. Was sagst du, mein Kleiner? Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verkaufe dir auch Bomben. 10 Stück für... Ja, Bomben. Du bist ein Schatz oder so. Keine Ahnung. Danke. 10 Bomben. Danke für den Einkauf. Kein Problem. Kein Problem. Die habe ich gebraucht. Irgendwo werde ich welche brauchen. Bestimmt. Da, Herz. Du verkaufst mir später nochmal? Ja. Nö. Trotzdem danke. So, okay. Ich bräuchte jetzt noch dieses verdammte grüne Wasser. Oder so, damit das wahrscheinlich... Ich glaube, das grüne Wasser brauche ich. Keine Ahnung genau. Vielleicht reicht auch das andere. Will ich eben nochmal vielleicht gucken, ob ich da oben irgendwie hochkomme. Keine Ahnung. Na.
Hier nochmal eben kurz das vernichten. Irgendwo muss ich hier ja hochkommen. Hier ist halt nicht. Ich glaube, da muss ich über diese komische Dings, ne? Wie komme ich da jetzt hoch? Hm. Über irgendeine Treppe oder sowas komme ich da oben hoch zu dieser komischen Dings. Halt. Frage ist, wo finde ich die? Mir fällt das ja schon hier ein bisschen auf. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass hier hinter irgendetwas ist. Hm. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich würde auch sagen, ich beende diesen Part hier mal. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Zelda. The Minish Cap. Tschüss.